Oh, boah! Nein! Boah! Wie? Achso, der ist eine Biene! Hey, bin ich unsichtbar! Ich bin unsichtbar! Okay, kriegen wir irgendwo Schmetterlinge? Alter, fliegt der herum? Hä? Nein! Ach, können wir die Bienen vielleicht mit der... Ja, so werden wir die Bienen los. Okay. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Und den Bienenstock, den er schmeißt. Ja! Haha, du legst dich nicht mit uns an, mein Freund. Wir wollen unser Buch zurück. Lele will es verkaufen. Und den Gewinn mit mir teilen, hat sie gesagt. Ja! Juhu! Na, komm schon. Hast du keinen anderen Trick drauf, oder was, hä? Immer denselben Trick hier, aber wir haben eine Lösung gefunden, mein Freund. Ja! Juhu! Können wir die Attacke vielleicht nutzen, um ihn auch gleich eins auszuwischen? Man wäre doch eine Idee, oder? Weil die Bienen, die folgen uns doch nicht ganz so weit, können wir eigentlich, ja? Boah! Krass. Wir haben bloß noch ein Leben. Shit. Das werden wir bestimmt nochmal machen müssen. Weil wir uns die Bienen am Anfang so oft getroffen haben. Aber er macht ein ziemlich niedliches Geräusch, aber da so ein fetter Hummel ist. Hihi, ins Gesicht! Na, komm schon. Warum mehr hast du nicht drauf? Na, komm schon, mein Freund. Zeig uns mal einen neuen Trick. Da hast du bestimmt noch was drauf. Ah, komm, du lässt dich doch nicht besiegen, wenn wir bloß nur ein Leben haben. Oder muss ich vielleicht noch was machen, wenn er liegt? Ich weiß es nicht. Okay, das scheint auf jeden Fall nochmal Schaden zu nehmen, oder? Nee, es macht ihm keinen Schaden. Wissen wir nie, was wir sonst machen sollten. Ne? Ah, wir können doch zuhauen. Okay. Wie loswerden? Reinhauen. Und nachtreten. Okay, ein paar Mal lässt er sich treffen. Kamera wollte ich gerade schon wieder nicht, ey. Komm.
Überraschung! Und reingehauen und nachgetreten. Aua, aua! Direkt in meine Aktien! Quaxi, fauler Vogel, senden Sie mir Firmi-Verstärkung! Und was immer Sie tun, passen Sie auf, dass die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Was? Was macht er jetzt? Sie sind unterwegs, Sir, direkt vom Fließband. Das sind noch Munitionskisten, oder? Nee. Ach ja, bloß. Bestimmt. Ah, okay, das war's, das war's. Okay. Na gut, den ersten Teil, den kriegt man jetzt wesentlich schneller hin. Aber wirklich wesentlich schneller, da wäre jetzt müssen ein bisschen Geld. Hallo? Komm, lass mich doch hoch. Okay. Ich nehme an, das wird so aus drei Parts bestehen. Okay, Pause mal. Ich wollte schnell ein Stück trinken, weil ich dachte, da quatscht er jetzt wieder. Scheiße. Ja, Moment. Geht sofort los. Oh, der macht einfach so los. Ah, Drecksack. Ja, ja, komm, 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 komm. Direkt in seine Aktien. Aua, komm mal zu nah. Wir dürfen nicht zu nah kommen, solange wir die Bienen noch um haben. Hallo. Ja. Und zack, und zack. Aber in die Aktien. Uah, direkt in meine Aktien. Was ging mal jetzt schnell? Quaxi, fauler Vogel. Senden Sie mir die Firmenverstärkung. Ja, ja. Und nicht, dass die Munitionskisten. Blablabla. Wissen wir alles schon? Boah, mir ist so warm. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. Ja. Die, mal gucken, vielleicht können wir die mit einer hübschen Explosion weghauen. Wir haben auf jeden Fall einen ganzen Haufen weggehauen. So, was ist denn hier Schönes drin? Dankeschön. Aua. Wow. Verdammt. Shit, 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 shit. Ah, das ist schwer zu treffen. Die Idioten hier umrennen, macht das Ganze nicht viel besser. Mal aufladen hier. Danke, danke. Jetzt haben wir ihn getroffen. Alter, das war doch drauf. Mann! Ah, komm! Ja, anders. Ah, da kommen wir neu, okay. Wir haben getroffen.
Ach, shit. Wir haben ihn getroffen. Wenn wir rollern können, uns die Idioten auch nicht. Wir sind schon wieder bei einem runter. Wir müssen vielleicht das Tonikum weg. Getroffen. Spiel. Also immer wenn irgendwelche raufen. Oh, das ist nervt ein bisschen. Ach komm, wir sind nicht getroffen. Ah. Shit. Willkommen zurück, meine Freunde. Hier gab es jetzt einen kleinen Cut, und zwar ich habe den Captain B ungefähr eine Million Mal probiert, hatte dann keinen Bock mehr und habe erstmal die Specials aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt auch ein paar Gegenstände mehr. Diese Special-Folgen kommen aber natürlich erst nach dem Kampf. Ja, auf YouTube. Ich habe das Tonikum nochmal gewechselt. Wir haben jetzt, dass sich die Energieleiste schneller wieder auffüllt. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Da werden wir hoffentlich noch sehen. Oh, ich vergesse mal, dass ich den noch schlagen kann. Muss, soll, darf. So. Und ich hoffe, dass ich das jetzt echt langsam mal schaffe. Ich habe es schon tausendmal gemacht gefühlt. Wir sollten wirklich, wenn es geht, bis zum letzten oder vorletzten Angriff von ihm ohne Schaden kommen. Und das werde ich jetzt mal probieren, indem ich mich ein klein wenig konzentriere. Das heißt, ich wäre jetzt auch ein bisschen ruhiger. Zack. Um einfach das endlich mal zu schaffen. Das nervt nämlich schon ein wenig. Ich glaube, der Endkampf wäre, der streckt das Spiel noch mal um 10 Stunden oder so, wenn man das wirklich so das sich so schwer tut wie ich hier. Da muss ich kurz husten. So, für die haben wir auch einen kleinen Trick. Ach, verdammt! Nein, ach komm schon, jetzt sind die wieder alle da. Okay, 1, 2, das klappt noch nicht. Na komm, ich vergesse mal, dass ich mich nicht drehen kann, während ich diese blöden Blumen habe. Komm, schnell. Eins, zwei, drei. Hat gerade so geklappt. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Verdammt. Zwei. Bleib, wo du bist, du kleines Vieh. Eins, zwei,
Na, funktioniert doch, Mensch. So, das war's schon mal. Schon wieder zwei Leben verloren, ne? Zwei, glaube ich. Shit. Ja, schon wieder zwei. Scheiße. Ich lese das jetzt mal nicht vor weiter. Denn ich habe das schon tausendmal gelesen. Ist mir nicht aufgefallen, dass wir das während der Sequenz können. So, das ist auch ziemlich easy hier. Das macht er jetzt viermal. Ja. Dann bleibt er stehen und wir können ihn schlagen. Du bekommst jetzt kein Leben verloren. Na, komm schon. Und ab jetzt werden die Attacken richtig übel. Jetzt kommen einmal Bienen dazu. Noch einmal, ne? Ja, noch einmal. Müssen wir die Attacke wirklich sehr schnell machen. Sonst treffen uns die Bienen. Wir können alle vier Sprünge so schaffen, aber wir müssen dann wirklich sofort auf den Boden und die Welle ausführen. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Das sieht gut aus. Ja, jetzt sag ich gerade, wir fallen auf den Boden. Au ab. Ah, Mann. So, jetzt macht er das Ganze in noch mehr. Was werden wir jetzt noch? Ah, jetzt kommen noch mal Bienen dazu. Ah, ja, genau. Er springt wieder viermal. Boah, wir haben wirklich kaum Zeit, die blöden Bienen loszuwerden. Oh, Mann. So. Wir sind auch, ich möchte mal ganz kurz, relativ gut. Bei den letzten Versuche bin ich, habe ich noch, also nur noch die erste Reihe leben. Das könnte was werden. Er fängt jetzt an mit, oh, falsche Taste, mit einer Rakete, dann zwei und dann drei. Sind wir schon bei den Raketen? Ja, wir sind schon bei den Raketen. Und die Raketen, die sind echt mies. Und die sind immer schneller wie wir, wenn wir laufen. Dementsprechend ist es fast unmöglich, seine Energie wieder aufzuladen. Und es dauert jetzt eine ganze Weile, bis sich unser Balken oben wieder... Ja, das ist genau. Oh, bis sich dieser blöde Balken wieder füllt. Und derzeit sind die Raketen immer schon da. Immer. Ich habe keinen Weg gefunden, wie wir die Raketen zerstören könnten, so dass man mal eine Weile auf dem Boden bleibt, um das wieder aufzuladen. Uah, das war knapp. Ja, flieg doch los! Oh Mann! Oh.
Und jetzt nehme ich unsere Energie extrem weit runter. Und er schießt aber die Raketen schon. Ja, genau. Ach du blöder Vogel, ey. Ja, da kommt die Rakete schon und wir müssen auch schon los. Und das ist schon zu spät, oder? Nein. Ja, aber jetzt reicht die Energie auf keinen Fall. Und wenn wir Glück haben... Erst schon bei den 3 Raketen. Aber unsere Energie reicht einfach nicht. Wir müssen jetzt gleich landen. Wir stürzen jetzt gleich hier irgendwo ab. So, und jetzt schießt er die Raketen. Und wir können aber in der Zeit nicht aufladen. Es geht einfach nicht. Das heißt, wir werden getroffen. Jetzt haben wir bloß nur einer. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir den treffen müssen. Oh, oh! Ist das so weit, weiß ich nie. Errungenschaft, Bleitegeier, yeah! Screenshot. Ich hab nur meinen Job gemacht. Ihr Dumpfbacken. Aber einen schlechten Job, Herr B. Der Vorstand wird mit Ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Ich sollte Sie melden. Dr. Quark, Alter, jetzt fällst du dem Rücken, oder was? Nein, warte, ich kann noch gewinnen. Verpfeifen Sie mich nicht. Moment mal, ich dachte, Kapitän B wäre der Boss hier. Ach, er ist auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin hier, um die wichtigsten Fakten und Fragen im Auge zu behalten. Und dann, Quack, wären Bossen in Form einer anschaulichen Präsentation vorzulegen. Hä? Was? Das erklärt die Quizfragen. Wie dem auch sei, die Zeit für Gequatsche ist vorbei. Wir nehmen uns jetzt unser Buch zurück. Halt ihr Narren, ihr habt keine Ahnung, was sein wahrer Zweck ist. Wenn V-I-L-E es in die Finger kriegt, werden wir die Welt beherrschen. Still, Herr B. Hier sind vertraglich gehalten, betriebsfremden Personen keine geheimen Informationen zukommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden das Einbuch jetzt zurücknehmen und euer Abenteuer ein für alle Mal beenden. Los, hallo? Ist das hier? Jetzt war es zu langsam. Lasso, was machst du hier? Ich habe etwas anderes im Hals stecken. Ich brauche Hilfe. Oh nein! Blasto, was machst du? Du durchgeknallte Kanone. Wir wollten gerade die Ente vermöbeln und alles über ihre geheimen Organisationen und die Erfahrung bringen. Mir geht's schon viel besser. Danke. Es ist nichts Schlimmes passiert, Blasto. Immerhin haben wir endlich Lenes Buch zurück und die bösartigen Pläne von Hivori Towers durchkreuzt. Das magische Buch landet direkt im Tresor, wenn ich wieder zu Hause bin. Es wird noch an Wert zulegen. Kommt Leute, lasst uns zur Schiffbruchbucht zurückgehen und ordentlich feiern. Ja, da bin ich dabei. Endlich. Wir haben's geschafft. Das hat so lange gedauert.
Uiuiui. Meine Güte. Schiffbruch, Bucht, oh, guck mal. Nimbo, die Automaten, die Schneemänner. Geil. Alles ist da, sogar die dämlichen Frösche. Und die Schweine, total geil. Oh, Dr. Bus, ne? Mampf. Eine grandiose Party, junger Krieger. Hättet ihr etwas dagegen, euch auf eine Herre-Quest zu wagen, um mehr Kuchen zu beschaffen? Eine verfressene Sau. Ich glaube, du hattest genug. Lass uns nicht streiten. Wir sind alle hier versammelt, um die heldenhaften Taten des bravourösen Blasto zu feiern. Was? Ja, wirklich bravourös. Das kann ich. Na gut, da hat doch was gehört. Das wandelnde Pulverfass hätte uns fast die Köpfe weggepustet. Eine Frage, Leute. Was genau habt ihr mit diesem ziemlich dicken Schurken Kapitän B angestellt? Um dem brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Kratos, dank Leila und mir ist das Kapital dauerhaft abgeschlossen. Manometer, das ist, wenn ihr noch ein paar solcher Abenteuer besteht, könnt ihr euch fast echte Helden nennen. Ja, ich hoffe, da kommt noch mehr. Fast? Ich habe Kopf und Kragen für dieses Spiel riskiert. Das Dexo! Beruhige dich, Lene. Es wird in der Zukunft sicher noch reichlich Gelegenheit geben, unseren Heldenstatus zu verbessern. Ich hoff's. Bitte, bitte, bitte. Jetzt lasst uns erstmal zurücklehnen und den riesigen Abspann genießen. Oh yeah. Oh yeah. Playtonic Team. Es ist ganz ehrlich. Wow. Ganz kurze Unterbrechung. Synchronstimmen? What? Und ich muss auch nochmal sagen, wirklich danke an alle, die das unterstützt haben, die uns dieses Fazit geben oder nicht, Spiel beschert haben. Ich hab's. Was? 100 Jahre? Banjo-Kazooie? Ja. Ich hab's leider gar nicht mitgekriegt. Erst als die Kickstarter-Kampagne schon vorbei war. Sonst würde ich hier auf jeden Fall stehen. Da war ich leider echt zu spät dran. Aber großen Respekt an alle, die dieses Spiel unterstützt haben. Egal in welcher Form. So, und willkommen hier nach dem kleinen Cut. Wir haben Capitän B endlich besiegt und ich bin hier mal zurück in die Schiffsbucht gelaufen.
Denn nach dem Abspann landet man einfach wieder vor den Yuri Towers. Ich dachte mir aber, hier bei unserem Schiff, hier fühlen wir uns zu Hause. Hier können wir das abschließende Fazit verkünden und wie soll ich das am dürfsten sagen? Also, ich bin der Meinung, dieses Spiel ist genau, was es sein will. Es ist ein wunderschöner 3D-Plattformer, der wirklich liebevoll gestaltet ist. Unsere zwei Hauptcharaktere hier, Yuko und auch Lele, die haben ja ein wunderbares Abenteuer mit uns zusammen erlebt. Ja, wie gesagt, die Welten sind unglaublich schön gestaltet, auch wenn man mit fortschreitendem Spielfortschritt merkt, dass wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr war. Die fünfte Welt ist im Vergleich zum ersten Buch, da liegen riesige Unterschiede dazwischen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von einer Kickstarter-Kampagne. Das Ganze ist nicht in einem Riesenstudio entstanden, sondern von Playtonic, ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die hier einfach einen geistigen Nachfolger zu Banjo und Kazooie geschaffen haben. Und genau das haben sie auch gemacht. Konsequent. Sie haben extrem viele Anspielungen an alte Charaktere, an alte Spielmechaniken und so weiter haben sie hier eingebaut. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich möchte das Ganze jetzt... Ja, nicht so schön reden, denn es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Der Hauptkritikpunkt ist, wie auch oft schon bemängelt, das Balancing. Dieses Spiel ist oft extrem leicht, und dann gibt es aber so Momente, wo du dir einfach nur denkst, Alter, Leute, habt ihr das nicht ausprobiert? Hat das keiner getestet? Das wäre im Capital Casino, seinen Namen leider vergessen, der Boss und vor allen Dingen der Bosskampf mit Capital B. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich gebraucht habe, bis ich den geschafft habe. Vor allem, weil der letzte Part davon mit den Raketen ist wirklich sehr daneben. Und soweit, so gut. Das Spiel hat noch ein paar andere Probleme, die wir jetzt so nicht hatten, da wir nicht zum Release gespielt haben. Es gab einige Bugfixes zum Release, waren relativ viele Bugs drin. Das wundert jetzt nicht so unbedingt bei so einem kleinen Studio. Es gibt immer noch ein paar Probleme mit der Kameraführung, die muss vorher noch viel schlimmer gewesen sein. Ich weiß leider nicht, warum wir das Spiel nicht auf Ultra stellen können, aber es sieht auch so wunderschön aus. Wie gerade schon angesprochen, diese wirklich absolut großartig gestaltete Welt. Und zu dieser absolut großartigen gestalteten Welt kommt, und jetzt muss ich kurz nachgucken, absolut wirklich, also ja, perfekt abgestimmte Musik von Gwent Kirkhope. Ein Meisterwerk hat er hier geschaffen. Er hat damals schon die Musik für Banjo-Kazooie gemacht, soweit ich das weiß, die auch absolut grandios war. Und für Donkey Kong Island, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall absolut großartig, perfekt umgesetzt. Oft so wirklich so extrem stimmig. Ja, benehmt euch ja zwei. Und ich freue mich, ohne Witz, ich freue mich echt riesig auf das DLC, was kommen soll. Und ich werde es definitiv sofort spielen. Egal was da gerade läuft, Yuko und Lele wird das Ganze unterbrechen. Weil es kann nur grandios werden. Die haben jetzt Zeit, sie brauchen keinen Stress mehr machen sozusagen. Ja, Lele, jetzt hört auf, den Yuko zu ärgern. Ja.
Wie gesagt, ich bin im Moment natürlich in der Phase, wo ich das Spiel einfach nur übel feier. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Es war viel, viel länger als erwartet. Ja, ich habe eigentlich mit 3 Welten oder so gerechnet. 4 und 5. Gut, die waren jetzt nicht mehr so lang wie 1 und 2. Wo wir ja immer noch nicht alles haben, aber mal gucken. 1, 2 Specials kommen jetzt noch nach dieser Folge. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es das soweit. Ich werde auf jeden Fall noch ein Special machen, wo wir uns nochmal die Hubwelt angucken, also ja die Außenwelt. Denn hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Wir sind immer von Welt zu Welt. Und damit möchte ich mich jetzt eigentlich vom Let's Play auch schon verabschieden. Die Special-Folgen kommen dann direkt hier im Anschluss. Und ich darf mich bedanken bei allen, die bei Kickstarter dabei waren, bei allen, die dieses Spiel unterstützt haben und natürlich auch bei allen, die hier zugucken. Und ich sage, good luck, have fun. Und wir sehen uns beim nächsten DLC. Yo, oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, ho, 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 yo, oh, ho.